Den Tabellendritten Darmstadt vor der Brust und allerhand Trubel unter der Woche. Sich auf das Sportliche zu fokussieren, das fällt beim SC Preußen Münster aktuell wohl alles andere als leicht. Erst die Trennung von Sportdirektor Detlef Dammeier. Dann die Bekanntgabe des Wechsels von Topscorer und Leistungsträger Dennis Grote zur kommenden Saison. Und heute ein Bildinterview mit Ex-Kapitän Stefan Kühne, der sich enttäuscht über den Verein äußerte. Er hätte sich früher Klarheit gewünscht, dass man nicht mehr mit ihm plant. Eine ruhige Vorbereitungswoche, die sieht ganz anders aus. Der Dammeier-Abgang hat zumindest einen positiven Nebeneffekt. Die Position des Trainers Ralf Lohse wurde deutlich gestärkt. Jetzt hat sich der Verein von Herrn Dammeier getrennt. Hatten Sie das Gefühl, dass das Ihre Position noch ein bisschen stärkt? Nein, also ich glaube, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, für mich war es wichtig, die richtigen Schritte für die Mannschaft, für das Klassenziel zu erreichen, nämlich auch hinter die Mannschaft zu stellen, die ja auch schwer angezählt war. Und diesen Schritt zu wählen, glaube ich, ist eine Entscheidung der Vereinsführung gewesen, die ja sicher da auch mit vielen Dingen nicht einverstanden waren. Hat man sich denn mit Ihnen kurzgeschlossen darüber oder haben Sie das dann einfach nur erfahren? Das habe ich einfach nur erfahren. Die Entscheidung wird nicht mit dem Trainer besprochen. Ich glaube, es ist so gewesen, dass ich natürlich klar gesagt habe, wie ich die Situation sehe. Das war jetzt durch das Interview vielleicht explodiert oder nach außen getragen, aber die Situation war vorher nicht anders. Aber wie gesagt, meine Konzentration galt und gilt weiter unserem Team. Der Fokus liegt für den Übungsleiter jetzt auf dem kommenden Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten aus Darmstadt. Da darf man von Preußenseite durchaus mit breiter Brust antreten, wie die letzten Heimspiele gegen Heidenheim und Chemnitz gezeigt haben. Wir haben 4:0 verloren in Darmstadt. Wir sind jetzt hier, wollen natürlich dieses Resultat vergessen machen, das ist ganz klar. Wissen aber auch, und ich glaube, dieser Respekt ist klar, auch vorhanden, dass beim Gegner gute offensive Kräfte da sind. Man sieht da keine großen Leistungsschwankungen. Und wir müssen uns gut auf den Gegner einstellen. Beide Innenverteidiger vom Hinspiel werden morgen wieder bei uns agieren. Und wir müssen auch die Vorlagengeber des Gegners für Strohengel wesentlich besser in den Griff bekommen, attackieren und vielleicht auch sogar in der Defensive beschäftigen, um erfolgreich zu sein. Und in der Summe sind das viele Dinge, die individuell dann auch auf unsere Spieler und auch auf das ganze Team zukommen. Und deswegen habe ich gesagt, brauchen wir hier eine Top-Leistung mit dem Publikum im Rücken als 12. Mann, wo wir wieder natürlich den Funken vom Rasen auf die Ränge hochspringen lassen wollen, um erfolgreich zu sein. Für den Verein wie auch für die Fans könnte ein erfolgreiches Heimspiel gegen die Darmstädter eine schöne Erholung nach einer doch anstrengenden und turbulenten Nachrichtenwoche werden.